THQ Nordic. Piranha Bytes. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Das kenne ich. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute. Oh, schön. Die Stimme einfach. Und ich mag dieses Menschen vergessen schnell. Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Neue Mission, nichts zu verlieren.
Und damit herzlich willkommen bei Elex 2. Oh schön, huch, wir sehen aber brav aus heute. Gesichtscreme genutzt. So, nichts zu verlieren. Und wir müssen eigentlich erstmal geradeaus laufen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ich guck mal ganz kurz eben ein bisschen durch. Hauptmission? Alles, was ich noch hatte, wurde mir genommen. Gejagt von den Kreaturen der fremdartigen Eindringlinge, muss ich eine größere Siedlung der Menschen erreichen, um mir neue Ausrüstung zu besorgen und mich neu zu orientieren. Und hier noch ein Foto meines Sohnes. Auf diesem Foto war Dex glücklich. Das war so das eine Mal. Da hat er einmal gelacht. Aber er wusste nicht, was das ist, diese Animation in seinem Gesicht, wollte ich sagen. Er wusste gar nicht, was ist für eine Reaktion, weil er das noch nie gemacht hatte vorher. So. Übrigens, hier ist auch noch ein Gesicht von deinem Sohn, als er glücklich war. Bin glücklich. So, da hat er noch einen Ball. Ach, schön. Scheiße. Dieser verdammte Turm ist genau auf meinem Haus gelandet. Meine Ausrüstung kann ich wohl vergessen. Ich hasse das auch, wenn das passiert. Aber guck mal, wir sind zurückgelaufen. Zu gefährlich hier. Ich muss verschwinden, bevor sie mich doch noch erwischen. Ja, ja, aber hier ist erstmal rohes Fleisch. Guck mal, das liegt auf der schmutzigen Erde. Das ist noch gut. Das ist die 5-Sekunden-Regel. So, kleiner Heiltrank nehme ich mit. Holoprojektor, na klar. Kleiner Heiltrank. Und die Axt bitte. Speere. Ich will die Axt mitnehmen. Ich kann die Axt nicht mitnehmen. Und da ist auch noch, guck mal, hier sind Burger. Oder gebratenes. Der nimmt nur das rohe Fleisch mit, na klar. Der Held heißt Jax. Für alle, die Elex 1 nicht gesehen haben oder gespielt haben. So, der Held heißt Jax. Und sagen wir mal so, er ist ein bisschen ruppig. Und eigentlich war er früher mal ein Bösi. Und du konntest in Elex 1 entscheiden, ob er vielleicht dann später noch ein Guter wird. Ist relativ, weil jede Fraktion in Elex war irgendwie auch kacke. Ja, die hat ihre guten Seiten, war aber grundlegend kacke. Oh nein. Aktion wie Angreifen oder Ausweichen, Steuerung, Kosten, Ausdauer. Sinkt sie auf Null, kannst du diese Aktion nicht ausführen. Ja, das kennen wir. Drücke, um den Angriff auszuweichen. So, Probekampf. Alles erstmal Probekampf. Ich bin noch nicht gut. Aber natürlich werde ich später wieder einer der Besten. Ihr wisst ja, wie es läuft. Am Anfang immer ein bisschen stolpern und dann natürlich später ESL-Skills. So läuft es ja immer bei mir. So. Und alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Wasser, da ist die... Dietrich, ja bitte. Zum Clown. Symbol von Kalan. Ach, die gibt's noch? Die gibt's noch nach unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Nichts wie weg hier. Hä? Oh. Deine Gesundheit ist gesunken. Benutze Heiltränke, um Gesundheit zurückzubekommen. Wirst du beim Trinken unterbrochen, wird die Heilung auch unterbrochen. So, das sind alles Schwache. Die kommen erstmal auf die Fresse. Die Schwachen kriegen auf die Fresse. So ist es halt auch im richtigen Leben. Da wird nichts gehätschelt hier. So, Pfeile nehme ich alles mit. Und da habe ich noch was gesehen, ne? Hier eine Tasche. Da würde ich erstmal wühlen. Vielleicht ein Laptop drin. So, dann schaue ich mal. Jetzt muss ich auch ohne Björn und Jenny spielen und muss mich erstmal zurechtfinden. Wir haben das auch schon mal im Stream gespielt, also angespielt. Hatten da aber leider nur gefühlt eine Minute Zeit. Dann war schon wieder alles rum. Und jetzt ist die Vollversion draußen und wir können alles machen, was wir wollen. Unter anderem auch, hier war doch noch was versteckt, da oben irgendwo, ne? Da oben drauf waren auch noch Dinge, ich weiß auch noch nicht, wie ich drauf komme. Vielleicht später. So. Wo geht's denn hier hin? Soll ich hier lang? Ist das gewollt, dass ich hier lang gehe? Es ist möglich, also mach ich's. Es sieht auch sehr gut aus. Okay. So. Backseat Gaming erlaubt? Nein. Ja. Kleiner Heiltrank. Mana-Trank. Auto.
Ist ein echtes aber. Schrott. Aber am Buch hat er kein Interesse. Nimm das Buch. Nimm das Buch. Zigarette. 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 Was sind das für Comics? Was ist das? Das sind Spiele, ne? Sehe ich da, sind das Spiele? Ist das Gothic? Aber mit anderer Schrift, ne? Da ist irgendein anderer Font drauf. Schön, da liegt einfach Gothic rum. Schön, okay, gut. Lässt aber einfach liegen. Ganz ehrlich, ich bin enttäuscht. Ich spiele 2 Minuten und bin enttäuscht, dass er die Spiele nicht mitnimmt. Was liegt denn da noch? Oh, jetzt bin ich mit dem Fuß drauf. Oh, schade. Was liegt denn hier? Es sieht aus, als würde ich drauf kacken. Ich tue es aber nicht. Da ist aber ein Löwe. Ich würde das gerne lesen, aber es ist leider zu klein. Schreib in das Buch. So. Gut. Die Spiele lasse ich also liegen. Extinct. Ah, alles klar. Okay. Es stinkt. So. Das... War ja klar, noch mehr von den Viechern. Wo denn? Ich sollte besser versuchen, an ihnen vorbeizuschleichen. Wo? Da unten? Also sind die jetzt da unten und ich bin einfach hier oben rumgelaufen? Das fängt schon sehr gut an. Bin ich falsch gelaufen? Aber kann ich denn... Ah, noch ein Bleirohr. Kann man denn falsch laufen? Nee, ne? Hier liegen noch Sachen. Noch mehr Speere, Schachtel Zigaretten, mittlerer Heiltrank. So. Kann man die Pilze sammeln? Nein. Wir tasten uns langsam voran. Ich weiß nicht, welche Viecher er meint, wenn ich ehrlich bin. Waren das gerade Flugleiter? Ja, ne? Was ist denn das hier? Guck mal. Das macht so Grafikeffekte. Ist das irgendwas? Und wieso? Warum passiert mir das immer? Was habe ich denn getan? Soll das so sein? Ich meine, vielleicht muss er pinkeln. Der hatte keine Zeit gehabt. Der Angriff und so, Adrenalinschübe. Klar, da pressiert man die Blase. Das ist, gut, das, unangenehm. So. Oh. Weil er ohne Jetpack rumläuft, hat er nichts gelernt aus dem ersten Teil. Langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Mhm. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Ah, so also. Jetzt wissen wir es. Alles klar. Wer bist du?
Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mhm. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Inkognito, aber... Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Der Adam? Ist der Adam ein Easter Egg aus Destroy All Humans? Ich frag einfach nur. Und guck mal, der hat so eine Narbe hier oben, die leuchtet auch so blau, ne? So wie die Wunde, die wir am Arm haben, die hat er am Kopf. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja, eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magallan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein. Mein Sohn. Sag mal, der Adam, ne? Komm schon! Wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Rex! Hä? Das war ein Zentimeter! Warum ist er ohnmächtig? Mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Niko Bellic. Entschuldigung. Ganz kurze Frage, den Adam. Ich will mich nicht spoilern, aber ist das der Adam, den wir vielleicht schon aus dem ersten Teil kennen, aber ich sag mal in anderer Gestalt? Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an. Doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magallan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten.
Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor. Und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen Kleinscheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit. Ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon. Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Nein. Ach, die Bastion da hinten. Verstehe. Verstehe, verstehe. Aber der Adam ist doch der, den wir vom Foto kennen. Passus 1, der Angriff. Na, mir geht es wirklich nicht besonders. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. Du hast dein Jetpack erhalten. Drücke leer, um es zu benutzen. Achte auf deinen Treibstoff. Ist er leer, stürzt du ab. Du kannst dein Jetpack im Laufe des Spiels weiter verbessern. Und das werde ich. Und das werde ich. Guck mal da. Guck mal. Der Kaukanitsch. Da ist er wieder. Im ersten Teil gewesen und hier auch wieder direkt in der Anfangshütte. Schön. So, warte, warte. Ich klaue erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist, bevor wir weitergehen, wie immer. In der Truhe ist aber bestimmt was drin. V wird meine wichtigste Taste sein. Was haben wir hier? Kleiner roter Stein. Toll. Ist der Bruder vom kleinen grauen Stein. Ein Becher. Die Taste ist noch dicht, man kann sie sicher noch verkaufen. Okay. Lebenssaft. Okay. Falls jemand möchte, ich verkaufe jetzt auch meinen Lebenssaft. So. Bücher interessiert ihn nicht, ne? Da ist noch ein Bild, okay. Finden wir vielleicht noch größer. So! So, bisschen drauf achten. Muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Was steht da? Das konnte ich mal besser lesen. So. Gibt's den Lebenssaft zum Badewasser dazu? Der schwimmt da so drin. Hört jetzt auf. So, warte. Okay. Da wir jetzt den Jetpack haben, können wir ja ruhig mal hier ein bisschen gucken, ne? Hopp. Dankeschön. Dankeschön. Nehme ich alles mit. Allgemeines Gegenmittel. Ich bin gegen alles, deswegen brauche ich mal Gegenmittel. Da ist nichts zu holen. Oh, cool. Das ist die Ecke, wo ich rein wollte. So, für Leute, die Elex 1 gesehen oder gespielt haben... Oh, Pfeile. Oder generell schon Piranha Bytes Games. Man kann wirklich... Man kann halt überall hingehen. Überall reingehen. Und man findet trotzdem irgendwas. Wenn ich jetzt in die Richtung gehe, wie man sieht, man findet was. Wenn ich in die Richtung gehe, man findet irgendwas. Egal, wo ich hingehe, die ganze Welt ist immer voll mit Stuff zum Entdecken. Deswegen, wir müssen zur Bastion, wahrscheinlich hier runter. Aber trotzdem gehen wir links und rechts gucken. Und überall sterben. Man kann auch überall sterben und man wird überall sterben. Das wird passieren. So. Da auf dem Schild ist nichts, ne? Sehr wurzelig hier. Und wir müssen später alles umbringen. Wir werden einfach alles umbringen, was kreucht und fleucht, um zu leveln. Das ist auch unser Ding. Oder alles bringt uns um. Ah!
So, 20 Erfahrung. Geil. Und noch ein paar Krallen. Okay. Sohn retten, paar Blumen und Kiesel sammeln. Ja, ganz genau, so machen wir es auch. So, wer bist du denn hier? Commander Krieger. Gerade am Snacken. Hättest du erstmal braten können, ne? Hey. Hallo? Ach so. Schön, dich zu sehen. Du guckst mich nicht mal an! Unverschämt. Einfach unverschämt. Was soll ich dazu... Jax, gut, dass du noch lebst. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Was ist dir passiert? Sie haben uns eiskalt erwischt. Es passierte während der Nachtwache. Ein Moment der Unachtsamkeit und sie hatten uns überrumpelt. Die fremden Eindringlinge? Nein, die Morkons natürlich. Du siehst doch überall ihre gefallenen Bluthunde. Der größte Pulk der Morkons ist allerdings wieder weiter nach Norden gezogen. Aber... Wo ist Dex? Wo ist mein Sohn? Seine Mutter hat ihn mitgenommen. Kaya war hier? Sie ist bei ihm? Ja, und sie ist den Morkons in den Norden gefolgt. Wenn du mich fragst, wird sie auch nicht eher ruhen, bis sie sie alle erwischt hat. Wo ist Kaya? Hast du Heilung für mich? Natürlich. Hier, ich kann dir ein paar Tränke geben. Den Rest brauchen wir allerdings für unsere Verwundeten. Du siehst nicht besonders gut aus, Jax. Es geht schon. Ich bin gebissen worden. Von einer dieser fremden Kreaturen. Oh, ich verstehe. Das solltest du behandeln lassen. Es gibt eine Sache, die mich bei den Charakteren stört. Die sehen alle so sauber aus. Weißt du, was ich meine? Die sind nicht so rau und dreckig. Wie das sonst eigentlich auch bei Piranha Bytes Games immer so ist. Das sind raue, dreckige Charaktere, die in einer rauen, dreckigen Welt leben. Die sind alle sehr sauber. Sehr, sehr sauber. Ich fühle mich schmutziger als diese Charaktere. Obwohl ich gerade geduscht habe. Also, ne, da arbeiten nur Models. Ja gut, die Arme habe ich auch, klar. Das ist natürlich logisch, ne? So, was? Ich verstehe, behandeln. Ja klar, das, hier. Natürlich. Danke. Die wissen, was ich gehört. Zerstörung gesunken. Habt ihr diese großen lila Former schon bemerkt? Ja, es sind Fremde gekommen, die sich unten im Süden breit gemacht haben. Viele ihrer Kreaturen haben wir auf unseren Streifzügen jagen gesehen. Ich konnte mich damit allerdings nur am Rande beschäftigen. Wir hatten hier eine ausgewachsene Gildenschlacht zu bewältigen. Aber... Habt ihr einen Heiler, der sich meine Infektion und den Biss ansehen könnte? Viele sind in der Schlacht gefallen, aber Kaya ist vermutlich die beste Magierin unter uns. Ihr solltest du deine Verletzungen mal zeigen. War das nicht auch vielleicht die mächtigste von Magalan? Warum bist du hier geblieben? Ich bin ein Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflicht zu erledigen. Das Weltenherz nach so einem Angriff schutzlos zurückzulassen, das kann ich nicht tun. Meine Männer verlassen sich auf meine Führung. Natürlich. Ist das Weltenherz noch intakt? Ja, zum Glück. Ironischerweise haben die Morkons es nur auf uns Berserker und unsere Elixitbeutel abgesehen. Das Herz verrichtet immer noch unbeschadet seinen Dienst und gibt sein Mana an die Erde ab. Die Natur wird sich dank des Weltenherzes bald richtig an dieser Stelle von Karakis entfalten. Okay, aber sind wir jetzt auch Berserker? Seit wann wagen sich die Morkons so weit vor? Das ist in der Tat sehr seltsam. Bisher hatten sich diese destruktiven Wahnsinnigen in ihrer Grotte verkrochen. Irgendetwas hat sie aufgeschreckt. Wahrscheinlich die Eindringlinge mit ihren bizarren Kreaturen. Durchaus möglich. Jedoch glaube ich, dass sie andere Motive verfolgen. Es sind religiöse Fanatiker, die ihrem dunklen Gott huldigen. Wer weiß schon genau, was sie antreibt. Und wenn du Kaya begegnest,
Sei nachsichtig mit ihr. Ihr Blick ist getrübt von den Verlusten der letzten Tage. Sie hat bis zuletzt gekämpft und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Wo waren wir? So, kann ich hier wieder, Klopapier, mittlerer Heiltrank. Mal wieder die Frames müssen aufbessern hier. So. Wow, was für ein Klumpen Elex. Voller Riesenklumpen. So, naja, das sieht's ja gerade nicht. Truhe öffnen. Elexit, sehr gut, sehr gut. Schrott. Mana-Trank, Stärke-Modifikator nehme ich einfach alles mit. Modifikatoren und Spezialisierungen kannst du im Inventar anlegen, um so deine Werte zu verbessern. Okay, dann lass mal gucken. Wir haben einen Stärke-Modifikator, plus 5 Stärke. Im Gegensatz zu Elex 1 wirkt sich Stärke jetzt auch direkt auf Schläge aus und so. So viel weiß ich. Sehr praktisch jetzt. Stims, Lebenssaft. Aber kann ich hier noch direkt anlegen? Ja. Okay, cool. Und kann ich Dual-Wield machen? Bleirohre? Nein. So stelle ich mir das vor. Stims, Lebenssaft. Unter dem Einfluss von Stims als einen Malus von 50% auf alle Erfahrung. Das werde ich auf keinen Fall nutzen. Nahrung, Nahrung und hier ein bisschen sonstige. So sehen Autos aus. Der Klassiker und den Spielzeugen früher wie heute. So. Erfolgreich Geld geklaut. Hallo Schmied. Man muss hier immer die Augen offen halten. Caracas ist ein verfluchtes Pflaster. Probleme? Das siehst du ja. Im Grunde könnten wir immer mehr Leute gebrauchen. Immerhin habe ich Material für Waffen, damit wir Angriffe von außen abwehren können. Der ist grau und hat keine einzige Falte. Die haben so eine gute Gesichtscreme. Ich bin so neidisch. Hast du auch eine Waffe für mich? Ich habe keine Waffe zu verschenken, wenn du das meinst. Aber ich habe eine kleine Schmiede. Wenn du willst, kannst du sie gerne verwenden. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, kann ich dir vielleicht was beibringen. Aber das mache ich nicht umsonst. Natürlich nicht. Du solltest also schon etwas Erfahrung und ein paar Splitter mitbringen. Natürlich. Wenn du was kaufen willst, habe ich noch ein paar Sachen rumliegen. Aber das meiste brauche ich für die Jungs hier. Bring mir was bei. Ich kann mir nichts leisten und ich bin dumm. Bring mir was bei. Was willst du wissen? Du hast deinen ersten Lehrer gefunden. Lehrer bringen dir Fähigkeiten bei. In den Beschreibungen der Fähigkeiten kannst du nachsehen, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um Fähigkeiten zu erlernen, was sie kosten und welche Lehrer sie dir beibringen können. Ja, nun. Elexit. Geschicklichkeit, Intelligenz. Ich bin leider dumm wie Brot. Waffenschmied könnte ich lernen. Ich brauche mehr Elixit. Das heißt, ich muss mehr klauen. Sockel einsetzen. Gesockelte Waffen können durch Sockelsteine... Das ist ein Skill. Geht aber wahrscheinlich nicht bei allen Waffen, ne? Handgranaten herstellen. Na klar. Na klar. Na klar. Später. Bisschen Spaß ist das hier? Hä? Eine Blume und eine welke Blume. Wofür steht das? Okay, ich will auch nichts kaufen. Wir kaufen später, wir wollen erstmal in die Welt. Ich würde gerne erstmal ein bisschen in die Story. Da liegen Tote. Was ist da passiert? Kann man die looten? Ja! Bluthund. Ach, das sind die Morlocks, ne? Werker. Jetzt haben wir genug Elixit gesammelt. Wir können beim Spiel was lernen.